Hallo und herzlich willkommen. Eine Erdbeersoße passt zu vielen Desserts, Pudding, Eis oder zu Kuchen. Und heute zeige ich, wie ich diese herstelle. Ich nehme dazu 1 Kilo Erdbeeren, die habe ich schon gewaschen und geputzt. Man kann auch gefrorene nehmen und 210 Gramm Gelierzucker 2:1, damit die Soße etwas dickflüssiger wird. Als erstes die Erdbeeren in den Mixtopf geben. Den Topf verschließen, 20 Sekunden auf Stufe 6 pürieren. Den Deckel öffnen und den Gelierzucker zugeben. Wieder verschließen. Das Ganze jetzt mal zum Kochen bringen. Ich stelle 16 Minuten ein, 100 Grad und auf Stufe 2. In der Zwischenzeit die Fläschchen heiß ausspülen und gut abtropfen lassen. Die Soße ist jetzt aufgekocht. Jetzt ist es wichtig, das Ganze nochmal für 4 Minuten sprudeln kochen zu lassen. Ich wechsle jetzt den Messbecher gegen das Garkörbchen. Es könnte sein, dass es spritzt oder überläuft. Das Ganze jetzt wichtig für 4 Minuten. Stufe 2, 100 Grad kochen lassen. Die Soße ist jetzt fertig gekocht. Den Topf öffnen. Die Erdbeersoße gleich heiß in Fläschchen abfüllen. Sollte noch Schaum drauf sein, gehe ich erstmal mit Teigschaber entlang und versuche den auf eine Seite zu bringen und nehme es mit dem Schaumlöffel ab. Das ist hier nicht viel, aber es kann je nach Frucht variieren. Die Erdbeersoße jetzt mit dem Trichter sofort in die vorbereiteten Fläschchen füllen. Ich stelle sie immer in ein Gefäß. Falls ein Fläschchen platzen würde, läuft die Soße nicht in der Küche rum. Die Fläschchen sofort heiß verschließen und vorsichtshalber den Rand noch mit einem feuchten Tuch säubern. Das Rezept gab jetzt etwa 950 ml Erdbeersoße. Die Soße jetzt noch abkühlen lassen und dann kann mein Mann sie wieder etikettieren. So sehen sie etikettiert aus. Es ist auch immer ein schönes Geschenk. Die Soße ist kühl und dunkel gelagert, 10 bis 12 Monate haltbar. Angebrochene Fläschchen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 5 Tagen verbrauchen. Viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.